Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test. Savage Lands, ein Early Access Sandbox Survival Game. Was ganz cool aussieht, wie ich finde. Und im Moment für 7,99 bei Steam im Angebot ist. Starten einfach mal ein neues Spiel. Und schauen uns das Ganze einmal an. Ich bin gespannt. Ich habe es bisher auch noch gar nicht gesehen. Ich habe es jetzt erst durch die Ankündigung des so, mal die Lautstärke hier ein bisschen regulieren. So, ich habe es erst durch das Angebot bei Steam gesehen, dass es das gibt. Und das sah ziemlich cool aus. Deswegen dachte ich, probieren wir das mal. Im Moment nur eine Insel, auf der man startet. Man kämpft so eher gegen die, ist so eine Mittelalter-Setting. Man kämpft so halt gegen die Monster hier und die Wildnis an. So, haben wir schon mal die. Wir sammeln hier Flint ein. Okay, ja. Es ist halt hier Winter. Wir sind gestrandet mit einem Schiff. Und jetzt heißt es überleben. Okay, mit J kommen wir hier irgendwie so in so eine Survival Checklist. Okay. Bei I, das ist das Inventar. Okay, hier steht, was wir alles haben. Hunger. Okay. Dann gibt es noch Crafting. Das ist hier. Da kann man Bandagen herstellen. Aus Clothes. Okay, es ist hier windig. Tailored Bag. Clothes. Okay. Steine nehmen wir mal mit. Stone and Stickies für alle. Kohle. Aha. Auch mal vielleicht ein Feuer machen. Mal schauen. Jetzt sollen wir Bandagen einmal herstellen. Das machen wir mal. Gut. Nehmen wir noch mehr Steine erstmal mit. Und wir sollen zwei Bäume fällen. Dann machen wir das mal. Kann man gedrückt halten? Ja. Die Richtung bitte. Oder so. Oh, nicht erschlagen werden. Okay. Ah, man macht da gleich Loks draus. Okay. Das ist ja auch praktisch. Flint, okay. Kann man hiermit noch irgendwas machen? Ah, kann man auch noch einen Woodlock machen. Cool. Was ist hier? Was bringt er nichts? So, jetzt haben wir ein paar Woodlocks. Hab ich da eben was gehört? Ne, was ist da hinten? Ist hier so ein Schneesturm oder was, ey? So, collect 6 Stones, sagt er. Ah, Stickies! Sehr schön. Stickmans haben wir auch hier. Hier nochmal. Und das auch noch weg. Oh, man weiß manchmal auch nie, ist das der Wind oder steht da gleich irgendein Monster nebenein. So, wir brauchen noch mehr Steine. Und diese Steine zertrümmern und dann kommen da kleine Steine raus. Ne, anscheinend nicht. Okay. Dann suchen wir erstmal weiter Steine. Auch mal bald hoffentlich so ein kleines Shelter schon mal errichten können. Dass wir einen Unterschlupf haben. Frostfern. Wie viele Steine haben wir denn? Ah, 5. Okay. Einen brauchen wir noch.
wofür auch immer. Oh, das ist ja schon Campfire. Wie praktisch. Wenn wir uns da aufwärmen. Da ist auch schon ein Shelter. Okay. Ich dachte, sowas müssen wir erstmal bauen, aber okay. Apfel. Jetzt schon irgendwie jemand gestorben. Ist ja irgendwie auch nicht gerade einladend dann. Warte, hier kann ich eben irgendwie... Sticks. Okay, wir haben noch einen Stein. Wir brauchen noch einen Stone. Ah, mit Schiff kann man rennen. Auch schon mal gut zu wissen. Wenn wir nachher irgendwo wegrennen müssen. Aber einen Stein sehe ich jetzt hier gar nicht mehr. Kann nicht sein. Sind die Steine so selten wie bei Stranded Deep? So, bilde Campfire, bilde Laento. Die Frage ist, wo wollen wir das bauen? Da oben auf dem Stein. Kann auch zwei Hirsche killen. Alter, was war das denn eben? So ein Grummeln. Okay, ich würde sagen, hier sieht das ganz gut aus. Sind wir ein bisschen geschützt. Haben einen Felsen im Rücken. Können wir das mal machen. Aha. Hier. Longbow. Basic Clothes. Campfire. Setzen wir uns mal hier hin. So, relativ nah dran. Fire! Errungenschaft freigeschaltet. Sehr gut. So, da kann man jetzt dann auch was kochen. Was ist denn ein Leanto? Ah ja, das ist so eine Unterkunft. Basic Shelter. Würde ich uns dann gerne eigentlich hier irgendwo hinsetzen. So. Alle da eben. Hä? Oh, hier eben irgendwo da. So schön am Feuer dran. Es ist schön warm. Oh, jetzt brauchen wir noch Sticky Stickmans. Bringen nichts. Ah. Nüsse an dem Baum. Nicht hier. Killt du dir. Noch gar keinen Hirsch irgendwo gesehen. Spawn. Schatten. Flint. Stone. Mm-hmm.
Auch fertig. So. Denn hier noch. Noch ein Boot hier. So, dann müssen wir uns jetzt was zu essen jagen. Kann man da hoch? Ah, sehr cool. Wieso sind das hier so blau? Okay. Kann ich da drauf schlagen? So, wir schauen mal. Sehen wir hier irgendwo einen Hirsch? Im Wasser bestimmt nicht, aber... Ich sehe jetzt hier in der Nähe des Waldes drumherum... eher nichts. Steuerung kann man dann schleichen. Muss er dann nachher aber auch wieder zurückfinden, ne? Dazu. Da ist er. Aber so ein Pfeil und Bogen. Slint Error. Noch nicht. Dimmt euch, Torch, Woodstick. Drei Woodlocks, drei Woodsticks machen, okay. Scheiße. Nein, jetzt habe ich den Hirsch verloren aus der Sicht. Da. Gehen wir uns mal auf die radikale Methode. Hab hier. Hält denn da aus? First Blood. Okay. Wir haben Fleisch. Wir haben Sehnen. Ah, ich kann nicht alles nehmen. Wir nehmen erstmal nur das Fleisch mit. Hier irgendwo? Oder sind das unsere? Nee. Ah. Oh, der hat uns jetzt gesehen. So hin. Also ein Pfeil und Bogen wäre schon cooler, glaube ich.
alles wieder zurücklaufen. Hey! Es. Da. Sehr gut. So. Sind wir hier am anderen Ende der Insel? Naja, wir laufen mal zurück. Survival task has been completed. Excellent work. Okay. Respawn point ist ja auch nicht schlecht. Human skull. Okay. Woodshack. Was machen wir denn da? 35 Lock, 20 Stickies. So was, wir gucken, ob wir das nicht hier bauen dann. Jetzt da noch nichts Großes, wo wir eben waren. Gucken wir uns das hier mal an. Gucken, wir haben schon Hunger. Wie kann ich denn essen? Für eine gucken wir uns mal an. Kommen wir gar nicht hoch. Doch. Hängt einer. Ist ja auch fies. Das muss eine Warnung sein. Oh oh. Na gut. Ich will nur so einen Kopf annehmen. Können wir so eine Respawn-Point machen. Okay, ich laufe so ein bisschen an der Küste längs. Da finden wir noch einen guten Platz, um dieses Haus mal zu machen. Wahrscheinlich eine Spitzhacke oder so, um da an das Metall zu kommen. Zwischen den Steinen ist doch auch ganz cool, vielleicht. Hätte man hier so ein bisschen Vorräte. Bäume. Okay, ja, Kälte fällt auch langsam. Dann doch demnächst nochmal ein Feuerchen machen vielleicht.
das nicht nutzen. Nee, das ist halt. Ah, aber das kann man nutzen, das ist doch gut. Und das wegmachen. Ja. Bauen wir uns hier nämlich nach Hause. Sehr gut. Sticky, Stickmans, Locks. Ey, bleib hier. So. Cook Meat. Schauen wir mal. Das würde ich jetzt hier gerne kochen. Wie koche ich das Fleisch? Da. So. Beide gekocht. Delicious. Knallen wir uns gleich mal eins rein. Ah, da kommt die Erholung. Sehr gut. Das war doch schon mal sehr gut. So, und jetzt würde ich sagen, bauen wir uns hier einfach eine Hütte mal hin. So, jetzt mal ganz dekadent. Uns hier erstmal irgendwo schön eine fette Hütte hin. Hm. Irgendwie kann man das nirgends. Warte, ich muss hier erstmal ein bisschen Platz machen. Was war das für ein Geräusch eben? Geht's nämlich. Jetzt haben wir hier Platz. Okay. Also, wir brauchen einiges. 35 Loks, 20 Stiggies. Dann legen wir mal los. Immer drei Loks pro. Oh, die Stickies kann ich im Moment nicht aufnehmen. Das ist nicht. Die alle hingerollt. Egal. Ah, man kann die schon in der Luft auch gleich. Oh. Ich kann nicht mehr aufnehmen. Warte, muss ich erstmal was hinbringen. Gewicht her, ne? Lock. Ja, da kommen sie schon angerollt. Praktisch. Zehn. Thank you.
Aber erstmal hier die Bäume weg. Da haben wir auch ein bisschen größeres Sichtfeld. Aber da können wir erstmal fällen. Machen die danach zu Loks. Mal gucken, wie lange die Axt auch noch hält. Lumberjack. Aha. Viel tragen kann er nicht. Auch realistisch. Kann auch nicht irgendwie da so 100 Bäume tragen, wie in anderen Spielen. Okay. Jetzt kommt noch das Dach. Kann ich eigentlich so ein Woodlock, wenn es am Boden ist, in Stickies machen? Nee. Nee, nicht. So, das sollte an Stiggies auch reichen fürs Haus. Die rollen ja schon in die richtige Richtung. Four walls, one roof. Sehr cool. Dann haben wir eine richtig coole Hütte jetzt hier. Cool. Ah, hier ist die Tür. Ah, cool. Machen wir zu. Wieso sind hier so viele Woodsticks? Ne? Gleich mal mit, ne? So. Nochmal rein. Zu. Cool. Oh. Wir hätten auch gleich noch höher bauen können. Stone Town Hall. Genau. Blacksmith. Was man hier alles bauen kann. Wooden Crucifix. Oh, das würde ich ja gerne nochmal, aber... Huch, wie kriege ich das jetzt wieder weg? So. Kein Ding da. Was brauchen wir hier? 6 Loks. Weapon Rack. Bauen wir uns hier mal rein, oder? Kann man hier nicht reinbauen? Gut, dann machen wir das zur Abschreckung draußen. Sehne. Hin? Wie fahren wir denn?
Hunger 49%. Essen wir nochmal den Apfel. So. Was können wir noch bauen? Okay. Ich würde jetzt gerne mal hier diesen Longbow. Wie kriege ich den dann mal raus? Stonehammer. Flint Axe. Oder mal einfach Klamotten. Vielleicht auch ganz praktisch, ne? Jetzt hier Helm. Basic Clothing, Glass, Feet. Haben wir da nicht. Geht gleich aus auch. Wieder Holz drauflegen dann. Tailored Bag. 80 Diggies. Und der Kram. Okay. Good Stone Hatchet. Cine, Woodlock, Stone. Okay. Basic. Teuch. Feuerteuch. Stick. Close. Feather halt. Rucksack. Auch nicht schlecht. Auf die Jagd gehen. Wir brauchen Leatherhide. Ja, ist doch gut. Kann man was auf den Boden legen? Praktisch. Sind das dann auch alle 8 wieder? Ja. Ah, das ist ja praktisch. Okay. Dann legen wir das hier hin, wenn wir auf die Jagd gehen. Und die auch noch. Und das Essen legen wir uns mal hier hin. Beziehungsweise Frostbeeren hier, die können wir nochmal futtern. Können wir auch nochmal uns reinpfeffern. Und Apfel. Gucken, wie hoch geht er jetzt? 71, 72. So, müsste reichen. So, das Meat lassen wir hier liegen. Genauso wie die. Und die. Ne, die Sinne. Sind das die Bandage? Nehmen wir mal mit. Auch noch was zu futtern. Das und das nehmen wir in die Hand. So. Wobei, die geht auch schon bald wieder kaputt. Die geht bald schon wieder kaputt. Was brauchen wir für eine neue? Da brauchen wir auch Leatherhide. Okay. Die können wir aber bauen. Flint Axe. Spike Club. Braucht man Woodlock. Auch Leatherhide. Okay. Blubbering Time. So sieht's aus. Nehmen wir aber erstmal die
Alte. So. Kann man eine Truhe bauen? Slot 6, der Rucksack. Und der Beutel 4. Okay. So, Rucksack würde sich lohnen. Kriegt man ein paar mehr Slots raus. Aber jetzt wird's auch. Die Sonne geht unter, ne? Kann man ein Bett bauen? Waffen. Ja, was Gutes in der Nacht jagen zu gehen. Man kann jetzt nicht bis zum nächsten Morgen irgendwie schlafen. Was ist das? Das da? Ist das Kohle oder was? Da finden wir ja. Oh, da kommen die Wölfe. Oder so fehlt mir. Ich weiß nicht, was er dann hier drin macht. Vielleicht macht er hier dann ein Feuer. Das kannst du haben. Okay, dann gehen wir nochmal eben, solange es noch ein bisschen hell ist, die Küste ab. Auf der Suche nach Kohle. War das nicht unser Alter? Ist auch geil. Trotzdem, lass mal wieder rein. Okay, das kann ich ein wenig zerstören. Suchen wir jetzt auch nur noch mal ein Stück Kohle. Ja, sehr gut. Was er da macht. Vorsichtshalber machen wir die Tür zu. Ah! Fackel macht er da rein, okay. Sehr cool. So.
haben wir noch irgendwie sowas wie ein Bett. Hier sind nur so... Okay. Oh, die stimmen schon alle auf die Skelette in der Nacht. Oh, oh. Und hier ist Stone, Sinne, Leatherhide. Wo kriegen wir ein Leatherhide her? Check das mal. Ja. Irgendwie schlafen? Also ich würde schon noch mal gerne die Sachen reinholen. Ich weiß noch nicht, soll ich das Feuer lieber da drin machen? Wäre ja auch noch eine Möglichkeit, ne? Alter, okay. 60 Woodlocks. Hier drin wenigstens kochen, aber das kann ich hier nicht reinpacken. Scheiße. Ich muss zum Kochen echt immer raus, ey. Ja, wir müssen auf Jagd gehen. Und wir machen das jetzt auch einfach. Achso, ich pack die Sachen hier nochmal rein wieder. Das lassen wir hier. Das lassen wir hier. Los lassen wir hier. Steine lassen wir hier. Die lassen wir hier. Aber warte mal, man kann ja irgendwie die und die noch craften. Probiere ich nämlich gleich nochmal. Zu essen nehmen wir mit. Holz lassen wir hier. So. Und dann. So. Man kann doch noch mit diesen blauen Dingern auch was craften, dachte ich. Frostfern. Ah, kann man doch auch reparieren. Okay. Mit Flint. Tür zu. Und auf die Jagd. Speichern, nix. Jetzt bestimmt drauf gehen. Finde ich das überhaupt? Da höre ich einen Hirsch. Da. Zwei sogar.
ist das denn? Scheiße, ein Wolf, oder was, ey? Renn raus! Alter. Keine Chance. Fuck. Respawn, alles weg. Ja. Fuck. Ah. Zeigt er mir an, wo die Leiche ist. Mal gut. Wo die Leiche ist, ist auch der Wolf. Also. Gucken mal. Ey, wie viel hält denn der aus? Bestimmt 8-mal getroffen oder so. Da unten müsste mein Haus sein. Ecke noch weg, ey. So wird man vom Jäger zum Gejagten. Ich am Arsch der Welt hier, ey. Also ein Bogen wäre echt schon cool, aber ich habe keine Ahnung, wie man den baut. Oh, ich bin erschrocken. Okay, und meine Axt. Nur kalt ist mir jetzt. So, okay, nochmal da die Hirsche. Ist ja nix. Ja, war hier nicht eben einer? Oh, da fliegt ein Drache oder was ist das? Schon wieder, ey. Zwei sogar. Ist klar. Ich krieg mal einen gekillt davon. Scheiß die Wand an. Boah. Ja. Das ist Savage Land! Frustfaktor hoch wegen 1000 Toten, aber macht Laune. Also, das behalte ich auf jeden Fall mal auf den Schirm. Ja, noch weiter weg, ist klar. Also, das ist dann auch wirklich nicht schlecht. Nach dem ersten Tod hat man dann ja so ein Human Skull und sich dann so ein Respawn Point zu bauen, das ist, glaube ich, echt gar nicht. Da, das ist gar nicht so verkehrt dann, glaube ich. Ach, drei braucht man. Ach, ne. Herzlichen Dank. Also erstmal dreimal sterben. Können wir ihn hier hinsetzen, da. Drei braucht man, okay.
Dreimal sterben und dann hat man einen Resurrection Point. Könnte man da gleich am Anfang vielleicht machen. Ja, das war Savage Lands. Vielleicht haue ich nochmal eine Folge raus. Jetzt für den Moment soll es erstmal gewesen sein. Finde es ziemlich cool. Kann man sich mal angucken. Wie gesagt, im Moment 7,99 bei Steam im Angebot. 66% reduziert, glaube ich. Also ruhig zuschlagen. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet wieder ein. Bis dahin bleibt mir treu, euer Tito.